ziemlich früh heute, kurz nach 4. Aber dafür geht's jetzt nach Norwegen. Juli 2016. Mit der S-Bahn fahre ich nach München. Dort treffe ich meinen Freund Martin und wir fahren zusammen um kurz vor 6 mit dem Zug zum Frankfurter Flughafen. Unser SAS-Flug startet pünktlich um 12 Uhr. Einmal nordwärts über ganz Deutschland und Dänemark, über den Skagerrak bis Oslo. Hier steigen wir von einer Boeing 737-700 auf eine Boeing 737-600, die uns zu unserem eigentlichen Reiseziel nach Molde fliegt um. In Molde erwartet uns bereits Erik Hollo von Sully Adventures an der Gepäckausgabe und bringt uns zu seinem Boot. Die Sully ist ein alter Rettungssegler, erbaut 1908 vom berühmten norwegischen Schiffsbauer Colin Archer. Die Sully ist unser Zuhause für die nächsten 8 Tage, also richten wir uns erst einmal häuslich ein. Martin und ich beziehen je eine der 4 Lotsenkojen im Salon. Viel Platz hat man da nicht, aber mit 1,90 Meter Länge ist die Koje für mich gerade ausreichend. Die beiden anderen Lotsenkojen beziehen Sonja und Markus. Melanie und Rolf teilen sich das Stockbett im Vorschiff. Im Vorschiff lagern auch unsere Rucksäcke. Und das kleine Loch da vorne, das ist die Kapitänskoje von Erik. Das ist unser Badezimmer mit frischem, kaltem Wasser aus der Kanne. Aus dem Hahn kommt nämlich nur Salzwasser. Die Ankerketten sind keine Dekoration, die sind echt. Die Kombüse schließt direkt an den Salon an. Die Vorräte sind über das ganze Schiff verteilt. Brot im Maschinenraum, Käse und Butter im kühlen Kiel, Gemüse und Getränke in Kisten an Deck. Bringst mir auch ein Bier mit? Soll ich dir auch ein Bier mitbringen? Ja. Ja, mach ich. Und? Und während wir unser Gepäck verstaut haben, hat Erik ein leckeres Willkommensmahl mit norwegischem Lachs und Krabben gezaubert. So gestärkt brechen wir jetzt am Abend zu unserer ersten Bootsfahrt auf. Herrlich diese Abendsonne. Aber der Wind ist echt frisch. Die gelben Overalls sind nicht gerade elegant, schützen aber gut vor dem kalten Wind an Deck. Wir schippern an Molde vorbei. Anscheinend ist hier gerade Jahrmarkt. Da ist der Flughafen. Hier sind wir vor knapp 3 Stunden gelandet. Unser Flieger steht sogar noch auf dem Vorfeld. Die Brücke verbindet die Insel Bursøya mit dem Festland. Durch einen Tunnel kommt man dann von der Insel direkt nach Molde. Dort hinten der Berg ohne Schnee ist der Hoya. Den werden wir morgen besteigen.
Heute Nacht ankern wir in einer Bucht am Fuße des Berges hinter den Inseln Langholmen, Grasholmen und Kuhholmen. Ziemlich früh aufgestanden heute. Ich bin mal gespannt, wie gut ich in der Koje hier schlafen kann. Juni. Gestern sind wir von Mulde aus an den Schären vorbei in die Waxetter Wangenbucht geschippert und haben dort geankert. Heute wollen wir auf den 550 Meter hohen Roya. Doch wie kommen wir jetzt an Land? Hier gibt es keinen Steg oder Hafen. Etwas mulmig ist mir schon, vier Mann in dem kleinen Schlauchboot. Naja, Erik wird schon wissen, was er tut. Ist ja schließlich nicht seine erste Tour mit der Soli. Wenn man mit einem Boot zum Wandern unterwegs ist, weiß man immer genau, wie viele Höhenmeter einen erwarten. Los geht's nämlich immer auf Meeresspiegel. Stigud heißt so viel wie auf geht's. Also, auf geht's! Das habt ihr jetzt wegen dem Wind nicht verstehen können. Unser Ziel ist es immer, die Suli von oben zu sehen. Hier vom Kammen aus geht das noch nicht. Wir machen also nur eine kleine Trinkpause und gleich geht's weiter. Die Aufnahmen mit der GoPro sind ziemlich verwackelt. Sorry dafür. Ah, da ist die Soli. Könnt ihr sie auch sehen? Und da gehen wir jetzt noch rauf. Geschafft, der Horja. Eine herrliche Aussicht auf Mulde und die Ronsdal-Alpen hat man hier. So, genug gerastet. Wo es rauf geht, muss man auch wieder runter. Und während wir uns hier in voller Bergmontur hochgekämpft haben, macht dieses Pärchen anscheinend einen Abendspaziergang hier hoch. Damit der Rückweg uns nicht zu langweilig wird, hat Erik einen anderen Weg gewählt. Ganz schön steil und abenteuerlich. Ja, das war eine schöne Wanderung für den Einstieg. Schaut,
Die Sohle liegt noch so da, wie wir sie zurückgelassen haben. Mit dem Schlauchboot geht's zurück an Bord. Jetzt erstmal schön Abendessen und danach noch ein bisschen plauschen, den Tag Revue passieren lassen und dann ab in die Koje. So viel frische Luft macht müde. Morgen wollen wir nach Westen segeln, in Richtung Atlantikküste.